Hallöchen und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Shogun 2 Fall of the Samurai. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gemerkt, aber ich habe nach dem ersten Part eine kurze Pause gemacht, also aufgehört zu spielen. Und zwar, weil ich mich doch nochmal kurz in das Spiel einfach reinfinden wollte und nicht da total unvorbereitet irgendwie drauf los. Also ja, ich hoffe, ihr versteht das und also ich hoffe, ihr versteht es und ja, jetzt bin ich zumindest schon mal ein bisschen eingespielt. Also es soll durchaus zugutekommen, sagen wir es so. Jetzt würde ich sagen, Mist, hier muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich Linieninfanterie bauen kann. Nur wie das nochmal ging, also ja hier, Kadettenschule. Dann kann ich in 3 Runden ein paar Linieninfanteristen ausbilden, mit denen ich dann hier oben erstmal die Stadt da einnehmen werde. Und das kommt, ja, dann meinem Reich zugute oder so ähnlich. Und ich habe auch gemerkt, es gibt jede Menge, also wirklich jede Menge Clans. Das ist ja fast schon eine Flut aus Clans, die hier entstanden sind, also in Shogun 2, in dem normalen, da waren es nicht so viele. Oh, da habe ich noch ein paar Schiffe. Gut, die schicken wir mal in Richtung Feindesland, weil hier ja schließlich auch noch die Schiffe bombardieren können, also das ist hier der Radius, mit dem sie zum Beispiel auf ja, Landeinheiten oder auf Städte und so feuern können. Das ist auch neu und das finde ich eigentlich auch wirklich nicht schlecht gemacht eigentlich. Das ist eine gute Idee. Ja, okay, und während dem Winter sollten wir vielleicht auch nicht nach vorne rücken. So, wir haben jetzt gerade ein paar hier Clans übersprungen, weil ich gerade an der Tür verlangt wurde und natürlich während ich die Runde beende, ist es nicht so prickelnd. Und das kann man dann nicht so mit oh, Mission erteilt. Shogunatio-Loyalisten machen vor nichts Halt, um die erneute Machtübernahme des Kaisers zu verhindern. Wenn wir auf den Thronenkonflikt vorbereitet sein wollen, müssen wir ihre Herrschaftsgebiete einnehmen. Natürlich. Das ist mein Plan. Gut, dann müssen wir die Stadt einnehmen. Gut, das hatten wir sowieso vor. Clan vernichtet. Oh mein Gott. Okay, es scheint wohl irgendein nutzloser, dummer Scheißclan gewesen zu sein, der sowieso nichts auf dem Kasten hat. So unsere. Spaß. Ja, zurzeit, ja, stimmt's. Aber das wird sich ja wohl hoffentlich unter meiner Führung noch ändern. Weil hier, das ist ja ein Pups, was der da hat. Und ich habe auch, wo ich das erste Mal gespielt habe, den Fehler gemacht. Oh, verdammt. Da muss ich. Ah nee. Da forscht er schon von selbst. Gut. Forschen wir erstmal das da. Das Zivilpolitik. Damit wir weniger Baukosten haben, also minus 10% und mehr Zufriedenheit in unserem Clan. Stimmt, das habe ich alles noch gar nicht geguckt. Ich bin so ein Idiot. Da haben wir noch einen General, den erheben wir mal zum Familienmitglied. Und ja, Räte kann ich noch keine verteilen, weil der Dings, ups, weil der Shogun noch, oder der Kaiser besser gesagt, noch nicht auf mich aufmerksam geworden ist. Neutral. Mit denen könnten wir. Nee, ich schließe jetzt erstmal keine Bündnisse. Also, obwohl es am Anfang vielleicht ein bisschen schlauer wäre, anstatt dann gegen Ende. Aber egal. Jetzt machen wir erstmal wieder Runde beenden. Und dann können wir nämlich auch mal wieder. Also dann können wir schon ein paar Infanteristen ausbilden, also ein paar Linieninfanterie. Haben die Gegner zwar auch, aber das kann ich dann zu meinem Vorteil nutzen. Vor allem, ja, wenn ich dann noch ein paar Tricks benutze, zum Beispiel von dem Typ da. Und wenn ich dann noch ein bisschen mit meinem Schiff hier unten, das ich natürlich wieder vergessen habe, weiterzuschicken, wenn ich das dann auch noch benutze, dann dürfte der Sieg eigentlich gar nicht so fern liegen. Also hier könnte ich jetzt. Oh. Hier könnte ich zum Beispiel. Ah, euer Bombardement hat keinen Schaden verursacht. Ja, das ist meistens so, wenn man so wenig Schiffe hat. Also hier 2 Stück, das ist ja gar nichts. Das ist schon Pups. Und ja, das ist meistens so, weil die sind ja auch noch in der Stadt drin und so.
Ich könnte es ja eigentlich theoretisch wagen. Schaffe ich das? Mist, nein. Stopp, abbrechen. Okay, das würde ich nicht schaffen. Ich dachte, ich könnte sozusagen einen Überraschungsangriff auf die machen, während die Armee hier hinten hockt. Aber das geht wohl nicht, weil es viel zu lange dauern würde. Dann baue ich hier erstmal noch ein paar Linieninfanterie. Und ja, das Geld spare ich mir jetzt erstmal, damit ich noch mehr Linieninfanterie bauen kann. Oder so ähnlich. Oder genau so ist es. Aber ich finde es auch gut, dass die Clans hier relativ schnell durchlaufen. Also es sind ja noch alle ziemlich klein. Und daher. Frühling! Zitternde Schönheit, hebt meinen Geist in die Höhen. Bote des Frühlings. Der Frühling bringt +1 Zufriedenheit in allen Provinzen und die Jahreszeiten, die halten hier jetzt auch länger als zuvor. Das heißt, in Shogun 2, also dem Nicht-Add-on, da war das, glaube ich, jede Runde geht eine Jahreszeit vorbei oder so ähnlich. So war das, glaube ich. Bin mir aber jetzt auch nicht 100% sicher. Ich meine aber, so war's. So, und das ist mein ausländischer Veteran. Bei dem weiß ich mittlerweile auch, was es bringt. Kann ich zum Beispiel hier Sabotage machen, aber ich gehe jetzt erstmal hier gucken, wo denn die feindliche Armee hin ist. Hab das Gefühl, die hat sich hier irgendwie im Wald versteckt. Geht ja nämlich auch. Oder die ist weiter nach da drüben marschiert und lässt ihre Stadt da schutzlos zurück. Das wäre natürlich etwas, was wir ausnutzen müssten. Werden wir mal sehen. Vielleicht marschiere ich jetzt auch schon mit denen da los. Friedensvertrag. Niemals! Wir werden niemals kapitulieren. Ja. Schnell warten, bis die da alle wieder durchgelaufen sind. Und dann versuchen wir es einfach mal. Komm. Obwohl ich vorher noch einen Quicksave mache. Also hier habe ich bis Runde 44 gespielt. Bei meinem Let's Play war ich bei Runde 1. Speichert, überschreibt die Datei. Jawohl. Das wollen wir. Dann no risk, no fun oder so ähnlich. Greifen wir mal an. Vielleicht kann ich hier gerade gucken in den Wäldern, ob. Okay, da scheint niemand zu sein. Dann sind die wohl nach da weiter marschiert. Und dann kann ich auch mal hier ein bisschen gucken, weil ich habe irgendwie ja vor, dann hier auch gleich noch weiter zu marschieren. Und hier bilde ich noch ein paar mehr Linieninfanterie aus, aber auch nicht zu viel, weil sonst kriege ich ja überhaupt kein Geld mehr. Und die schicken wir auch schon mal Richtung Front. Und dann sollte es auch erstmal reichen, denke ich. Hoffe ich, meine ich, glaube ich. Und was man sonst noch alles für Wörter dafür hat. Oh. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Dann können wir die Stadt nämlich auch noch gleich einnehmen. Oder auch nicht. Ich muss mal überlegen. Handel unterbrochen. Nein! Steine, die ohne Harmonie gelegt wurden, beherbergen nur Zwietracht. Ach so, das war die Kunst, die wir erforscht haben. Okay. Dann machen wir als nächstes hier die Militärtechnologie, die erste. Und dann greifen wir die Stadt hier an. Tada! Und natürlich hier oben steht immer das Kräfteverhältnis, also die relative Stärke. Das heißt, ich bin der gelbe Balken, das ist der rote Balken, also für die, die es jetzt alle nicht wissen. Dann kann ich automatisches Gefecht machen, Belagerungsangriff oder Belagerung abbrechen oder Belagerung fortsetzen. Aber ich mache jetzt mal einen automatischen Angriff, weil ich habe eine eindeutige Überlegenheit und da muss ich das nicht selber machen. So. Aber keine Sorge, wir werden noch genug Schlachten führen müssen. Entscheidender Sieg. Haha. Friedlich besetzen. Shogun, für eure Dienst. Shonagon. Ich habe jetzt irgendwie. Naja. Für eure Dienste für den Kaiser wurden euch der Posten des Beraters am Hofe zugewiesen. Ihr könnt nun einen General zum Generalinspekteur ernennen. So, und ich wurde bemerkt. Mission erfolgreich, jawoll. Jetzt kriegen wir +2 Einfluss für kaiserliche Gesinnung in allen Provinzen. Ausgezeichnet. Ja, wenn die hier nämlich erobert werden, dann haben die nämlich immer noch. Hier ist irgendwie gerade nicht oder so. Habe ich das Gefühl? Naja, egal. Auf jeden Fall hatten die irgendwie, wenn ich jetzt da drüben was erobert hat, dann war die Bevölkerung natürlich noch eigentlich ja dem Kaiser gegenüber loyal. Dem Shogun.
Ja, dem Shogun. Und wenn ich es jetzt einnehme, dann sind natürlich nicht auf einmal alle kaisertreu. So, Tee habe ich bekommen. Da drüben. Das da ist Tee. Gut, Berichte des Quartiermeisters. Ein paar ausgebildet und Clan vernichtet. War wohl der da. Ja, und dann früher oder später werde ich die Armee wohl angreifen müssen, weil die jetzt wahrscheinlich hier runter marschiert. Und ja, dann muss ich die wohl oder übel, bevor die hier in mein Gebiet einmarschiert, muss ich die abfangen mit der hier. Da muss ich die aber noch heilen. Also hier hat jetzt natürlich ein paar Einheiten verloren beim Kampf. Und die Kreuze hier, also diese X-Kreuze, was weiß ich, das zeigt an, dass sie sich noch heilen müssen. Und in der Stadt heilen sie natürlich besser als auf dem Land oder so. Ja. Och, jetzt marschieren sie wieder zurück. Okay. Dann bleiben sie da jetzt wohl drin. Dann können wir auch gleich die Stadt da einnehmen. Wo ich ja das erste Mal gespielt habe, da habe ich ja wie gesagt verkackt ein bisschen am Anfang. Höhere Entwicklungsstufe. Durch unsere Modernisierungsbemühungen sind wir in der Lage, die Militärtechnologien und Zivilpolitik unseres Clans weiterzuentwickeln. Ach, das war ja noch eine Mission, stimmt. Plus 50% auf den von Gebäuden aller Provinzen generierten Wohlstand. Und jetzt auf was legen wir unsere Priorität? Würde ich sagen, zivil erstmal. Dann forschen wir ein bisschen schneller. Ja, okay, hätten wir vielleicht. Na, egal. Dann forschen wir jetzt erstmal zivil, weil sonst wird's ja nichts bringen. Die gehen auch hier in die Stadt, die neu eroberte, rein und die schicken wir auch mal schon vor, aber es dauert noch, bis sie dann ankommen. Ja, und die Stadt hier kann ich jetzt natürlich auch nicht bombardieren mit meinem Schiff, weil ich ja schließlich nicht so weit schießen kann. Müsste ich ja über die Berge schießen und über die Berge und ja. Aber wir können. Oh, auf neuen Clan getroffen. Hallo! Das war's Falsche! Neutral geschätzt. Kann man mal vielleicht Handel anbieten? Dieses Abkommen ist zufriedenstellend. Bling! Das bringt uns jetzt mehr Geld. Was gut ist. Mit denen bin ich auch noch im Frieden, aber die werde ich dann wahrscheinlich auch noch gleich einnehmen. Habe ich da noch? Nein, da habe ich keine mehr rekrutiert. Guti. Dann kann man dir. Ah ja, das wissen ja wahrscheinlich viele nicht. Hier kann ich Provinz von der Steuer ausschließen. Das bringt dann, dass sie hier durch Unzufriedenheit minus 4 Steuerlast, dass das einfach nicht mehr der Fall ist. Und ja, dadurch kann ich meine Provinz, die ich vorher erobert habe, viel leichter halten. Also die eroberten Provinzen haben dann immer noch so eine Grundunzufriedenheit und die muss weg. Also die behindert, sagen wir es so. Jetzt zur Zeit geht's, weil ich da noch eine fette Armee drin stehen habe. Aber das kommt noch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Hauptstadt erober, und ich glaube, das war sogar eine. Ja, auf jeden Fall, wenn ich eine etwas größere Stadt erober, dann wird es nach einer Weile ein bisschen schwieriger, die Städte zu halten. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der schon weiter marschieren soll, aber ich glaube, das lassen wir mal lieber. Kann ich hier vielleicht. Jawohl. Da kann ich auch noch Infanterie ausbilden. Und da muss ich dann wahrscheinlich noch ein paar zurücklassen, sowieso. Also ein paar Truppen zurücklassen. Ja, damit die hier nicht total aufständisch werden. Damit die nicht glauben, sie müssten Rebellen werden, so. Ja, am Anfang immer ein bisschen Runde beenden, Geld sammeln. Eine Einheit ausbilden, wieder Runde beenden. Aber das kommt dann spätestens, wenn ich hier dann die Insel erobert habe, was jetzt erstmal mein Ziel ist. Also die Insel hier unten und dann die Insel, die größte Insel. Dann wird's ein bisschen länger dauern pro Runde. Wird auch ein bisschen spannender werden. So, ein loyaler Gefolgsmann bietet die Hand seiner Tochter zur Heirat an. Wird dieser Mann sie zur Braut nehmen? Loyale Ehefrau? Natürlich. Weil die müssen auch poppen, ne? Die müssen ja Kinder kriegen, damit meine Dynastie überhaupt noch Treue ändern. Ach so, da kann ich meine Loyalität gegenüber dem Kaiser oder dem Shogun wechseln. Ja, wo war ich? Ah ja, genau, die müssen Kinder kriegen, weil sonst stirbt ja meine Familie aus sozusagen und dann habe ich verloren.